Versteckte Funktionen in Draw. Teil 3: Objekte aus- und abwählen und Pfeiltasten. Öffnen Sie Draw und öffnen Sie die bestehende Arbeitsdatei drawobjekte.odg. Sie wählen nun Objekte aus. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Objekte auszuwählen. Klicken Sie links die Folie 2 an. Mit der linken Maustaste klicken Sie auf ein einzelnes Objekt. Mit gehaltener Umschalttaste und linker Maustaste können mehrere Objekte ausgewählt werden. Oder Sie ziehen ein Rechteck über mehrere Objekte, klicken, halten, ziehen, loslassen, um sie zu markieren. Klicken Sie links die Folie 6 an. Mit Alt und linker Maustaste klicken, können Sie mehrere beliebige Objekte auswählen. Mit Steuerung A wählt man alle Objekte aus. Klicken Sie links die Folie 3 an. Mit der Tab-Taste wird das nächste Objekt ausgewählt. Mit der Umschalt- und Tab-Taste wird das vorherige Objekt ausgewählt. Sie wählen nun Objekte ab. Mit der Umschalt-Taste und linken Mausklick können Sie einzelne markierte Objekte abwählen, wenn mehrere ausgewählt sind. Für alle Objekte können Sie die Markierung aufheben mit der Taste Escape. Mit den Pfeiltasten können Objekte verschoben werden. Bei Benutzung der Pfeiltasten wird um ein Zehntel des Rasters verschoben. Bei Benutzung der Pfeiltasten in Kombination mit der Umschalttaste wird um ein Raster verschoben. Bei Benutzung der Pfeiltasten in Kombination mit der Alt-Taste wird um ein Pixel verschoben. Mit den Pfeiltasten kann ein Objekt auch vergrößert oder verkleinert werden. Betätigen Sie zweimal STRG plus Tab. Der obere mittlere blaue Punkt blinkt. Mit der Pfeiltaste nach oben wird das Oval vergrößert und mit der Pfeiltaste nach unten verkleinert. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren.